Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Dieses Rotkäppchen dummerweise nicht. Das Grimm Festival 2013 präsentiert auch in diesem Jahr ein Musical. Im Botanischen Garten in Kassel lässt Regisseur Michael Feigl Rotkäppchen und den Wolf mal im Wald, mal auf einem deutschen Campingplatz herumtoben und zeigt Märchenunterhaltung frei nach dem berühmten Brüderpark Grimm. Zur Handlung: schlechte Zeiten für den bösen Wolf und seinen Kumpanen, den Fuchs. Die 7 Geißlein sind beinahe alle verspeist und der Wohnwagen der 3 Schweinchen vor Einbrüchen sicher. Den Listen des Fuchses zum Trotz knurrt den einstigen Schrecken der Wälder also der Magen. Und es kommt noch viel schlimmer. Da kommt Marianne, auch Rotkäppchen genannt, als leckerer Haps gerade recht. Soll das da etwa mein neuer Vater werden? Wie kommst du denn da drauf? Na, ich bin ja nicht blind! Doch die junge Dame erweist sich schnell als recht speziell. Inspiriert von ihrem Lieblingsbuch Die Schöne und das Biest, hofft sie auf ihren ganz persönlichen verzauberten Prinzen, ein Biest, das sie nur küssen muss, um es zu verwandeln. Das klingt doch nach einer Paraderolle für den bösen Wolf. Zumal Marianne gern einmal ihre Großmutter in den Wäldern besucht. Die rüstige Alte fühlt sich oft einsam, besonders wenn ihr gerade der Sekt ausgegangen ist. Kein Schwein ruft mich an. Unterhaltsam und kurzweilig dichtet Michael Feigl die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf um. Darsteller in Spiellaune und die Liveband, die sogar zwischenzeitlich ins Bühnengeschehen mit eingebunden wird, tun ihr Übriges, um für einen gelungenen Abend im Botanischen Garten zu sorgen. Der Veranstaltungsort schafft eine besondere Atmosphäre, überall auf der Spielfläche sind liebevolle Details versteckt. Da wirkt sogar ein deutscher Campingplatz wie direkt aus einem Grimmschen Märchen entsprungen.